Servus, hier ist Mollos19, heute in den Soundstar Studios, Artist Talk, Zani ist zu Gast, Blockhustler, Real Talk vom Feinsten, gebt euch böse. Pistole, direkt in die Fresse. Ich rap auf Bässe, meine Texte gehen durch die feste Weste. Komm, schau, wie wir zwei Fiederscheine vor den Huren falten. Für dich kein Money, deine Augen glänzen Zensurbalken. Aschenbecher, Klassensprecher, wer ist besser? ACB, ACB, ACB. Was geht ab, Alter? Wer hätte das gedacht? Zani, Urgestein, Rapper, Freestyler, Xindl, Rumtreiber bei Artist Talk. Gebt euch böse. Was heißt denn hier Rumtreiber eigentlich, Mann? Ja, Bruder, du weißt es doch. Was geht ab, Leute? Vielen Dank, Mann, dass du mich eingeladen hast oder dass ihr mich eingeladen habt. Endlich ist es soweit. BHE, Bruder. BHE, Bruder. Erzähl mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, woher kommst du, wie lange machst du schon Sound, Bruder? Also ich komme aus der Lauinger Straße, Bruder, aus Mosach, München. Ganz normal, 089, du weißt. Sound mache ich, seit ich 18 bin. Ich habe im Bau meinen ersten Text geschrieben, so. Ja, Mann, ich habe davor nicht gedacht, dass ich Rapper werde, weißt du, wie ich meine? Aber davor kannte ich dich schon, mein Bruder. Normal, Bruder, aber ich weiß auch nicht, woher, Digga. Woher kennst du mich? Woher kannten wir uns, Bruder? Wir haben uns kennengelernt, Bruder, über ein paar Jungs. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ist egal, oder? Müssen wir nicht ist machen. Ist egal, Bruder. Ich hab den ersten Gibbet in mein Leben bei dir geraucht. Nach der Schule. Wahnsinn, du weißt Alter. Bescheid, Alter. Du bist Bescheid, über dein Alter. Fenster reingeklettert, ja, weil normal, du keinen Schlüssel hattest. Der Hund hat gebellt. Der Einbrechermodus, Bruder. Ich war so high, Bruder. Aber heute auch ziemlich angeschlagen. Was hat das für Hintergründe, Bruder? Ach, gar nichts, Mann. Ich hab gearbeitet. Jetzt ist schon spät, weißt du? Ja, und wer hat heute gewonnen? Ich dachte, du wolltest das wenigstens Bruder, erwähnen. Weißt Bruder. Du, wer gewonnen hat, Bruder? Der TSV hat gewonnen gegen Schalke. Und der Wahnsinn. Nächste Feind ist Bayern, das weißt du, oder? Ja, aber du weißt, die Südkurve wartet. Aber wir bleiben auf jeden Fall weiter gespannt im Turnier. Und kümmern uns jetzt mehr um den Rap. Ja, Mann, um den Rap so, auf jeden Bruder, Fall. Bruder, ja, welchen Labels warst du schon? Sag mal kurz deinen Werdegang, Bruder. Ich war auf jeden Fall, es hat angefangen mit Loyal to the Streets kurz nach dem Bau. So, da habe ich Dribble kennengelernt. Dribble, wer war da noch dabei? Da waren noch ein paar Jungs dabei, so wie Hamza zum Beispiel oder, wie heißt der? Ich habe seinen Namen vergessen, Bruder. Der Kaffer, oder, Bruder? Nein, Kaffer war erst danach, das war bei Loyal to the Streets. Das, ja? war dann das nächste Label, da war dann Hamza, der Dribble und Kaffer dabei und noch so ein Beatmacher, NA Beats. So. Okay. Ja, Mann, aber das ist halt eine kleine Geschichte passiert so und deswegen ist die ganze Geschichte leider auseinandergebrochen so. Bisschen mit Bullen und bla bla. Aus welches ist bis jetzt dein bekanntestes Video so? Ja, Mann, das ist tatsächlich von Loyal to the Streets. Und drauf. Ne, das hat, ich bin drauf, ich bin wach. Ich bin drauf, ich bin wach. Kenne jede Ecke in meiner Stadt. Weißt Bescheid. Aber du weißt, ich bin drauf, ich bin wach. Ja, Mann, ich bin drauf. Kenne jeden Stein in meiner Stadt. Weil nicht jeden Stein, Bruder, weil nur Bob Marley kennt jeden Stein, Bruder. Weil er hat immer gesagt, leg mir Steine in den Weg und ich setz mich drauf und baue mir ein. Ne? So, ja, jetzt bist du ja bei Blockhustler, bei mir im Label. Auf jeden Fall, Mann, stolz, auf jeden Fall Blockhustler. Weißt jetzt du? Schon seit einem Jahr, habe ich gesehen, ja, Mann. Bei Facebook bist du jetzt bei uns. Hast auch schon, glaube ich, 3 Videos jetzt in der Zeit gedroppt, auf jeden Fall. Ja, Mann. Und an was arbeitest du momentan? Mit wem arbeitest du momentan? An was für einen Sound, Bruder? Erzähl also mal. Auf jeden Fall, ich arbeite mit meinem Bruder Bratte, der ist auch in unserem Label drin, Blockhustler. Ne, Bratte, wie heißt es? 0320, Bruder, ja, Mann, du Asi. Bruder, ja, Fischer von Erlach, die Jungs wissen Fischer, Bescheid, Alter. Alter. Verstehst MSS Fischer von Connection, Erlach, Alter, Bruder. Die Jungs wissen Bescheid, Alter. Ich grüße sie auf jeden Fall alle, Mann. Ihr wisst. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall gerade an einer EP, Hoodies and Gibbets. Video haben wir schon gedreht zum Titelsong, der ist auch schon aufgenommen auf jeden Fall. Video haben wir auf jeden Fall aufgenommen und der Song ist schon fertig so, ne? Weißt, was ich meine? Und ich kann auf jeden Fall sagen, die Stadt erwartet eine Bombe, ja, so. Aber was ist das so generell, würdest du sagen jetzt, das ist ja schon fast ein Album, so wie ich mitbekommen habe. Ja, sind auf jeden Fall schon. Wir haben uns in letzter Zeit nicht so oft gesehen. Ja, ein Haufen Tracks sind dabei auf jeden Fall, ne? Und ein paar Features auch. Also ist mehr so der Drillinger oder Trap oder... Also ich würde sagen, das ist so eine gemischte Sache, ne? Also so ein bisschen... Drill ist dabei auf jeden Fall, Oldschool ist jetzt nicht so dabei, aber
Ich würde sagen, normalerweise kennt man sich ja ein bisschen so aus. Ja, ja, deswegen. Aber das so, ich würde das beschreiben als New School Boom Bap. So irgendwie, das ist irgendwie anders, ne? Irgendwie ein bisschen anders, aber ich würde einfach sagen, die sollen sich alle drauf freuen und gespannt sein, weil das ist auf jeden Fall ein anderer Sound so. Ne? Auf jeden Fall, Digga. Du hörst es manchmal nicht gerne, manchmal lachst du selber. Vergleiche Capital Bra, dein Aussehen. Ich muss sagen, der Sound ist auf jeden Fall jetzt bei dir auch melodischer geworden. Ich kann ja drei, vier Projekte auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall schon mal messen mit den Größen so. Was würdest du selber sagen? Wie hat sich jetzt dein Sound verändert in der letzten Zeit so? Oder was ist der maßgebliche Unterschied zwischen dem Sound früher und dem Sound jetzt so? Also, der Sound hat sich auf jeden Fall im ganzen Vibe so ein bisschen geändert. Ne? Ich fühle das jetzt so ein bisschen mehr. Ich habe ja immer zu den Leuten gesagt, die mich, was mich auch kennen, so, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein will, weil, obwohl sie gesagt haben, dass ich krass rap. Also, viele Leute kennen mich im Untergrund, ne? Auch wenn ich jetzt nicht Mainstream bekannt bin oder so ein Zeug, ist wurscht. So, die Münchner relevanten Leute kennen mich, haben immer gesagt, so, du bist top oder du bist live krass. Ja, du hast ja auch Feature mit Agro Picasso zum Beispiel, genau, unter anderem. Agro Picasso auch mit krass. Mit Ben Amur warst du ja auch eine Zeit lang unterwegs, auf jeden Fall live, immer genau, beim Freestylen und so. Bei dir auch mittlerweile so ein ja, paar genau. Mal. Ja, ne? Genau, dann bei Battlefield, jetzt bist du bei Blockhustler gewechselt, davor war ja eine Zeit lang Ruhe. Weil, denkst, da war ich Ambition Mosaik davor, vor Blockhustler. Aber auf jeden Fall kurz, um auf den Punkt zu kommen, weil ich habe jetzt gerade ein bisschen ausgeholt. Mein Sound hat sich insoweit verändert, dass ich jetzt glaube, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich es wirklich richtig gut fühle, so, und weil mir oft gesagt wurde, ich mache Pausen oder ich habe da gehackt oder so, aber ich glaube, das ist jetzt weg auch, ich habe daran gearbeitet und die sollen sich auf jeden Fall drauf freuen, weil es kommen schon ein paar gute Bretter auf jeden Fall, ja Mann. So, Hoodies and Gibbets. Hoodies and Gibbets ist brutal, Bruder. Mit Bratte 032. Brutal, Bruder. Mit Bratte, ja, Mann. Kommt ja auch bald Video. Ja, Mann. Also, sobald ich Zeit habe, mache ich das Video. Gedreht von Kreativ Production, weißt du, was ich meine, Alter? Weißt du, ich meine? Papa Schokrede. Boy, self-made, weißt du? Geil, Alter. Na, aber mal davon abgesehen, Hoodies and Gibbet, das wird auf jeden Fall die nächste Single. Bruder, Hoodies and Gibbets. Wie würdest du den Sound auf dieser speziellen Single jetzt beschreiben? So? Boah, Bruder, einfach nur Hoodies and Gibbets, Mann. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Alter. Richtig geil, ja, jeder Hoodie und jeder Gibbet wird merken, dass es einfach nur ein Hoodie und Gibbet ist. Weißt du, was ich meine? Dein Kopf wird nicken, mein Bruder. Und das kostet kein Geld, mein Bruder. So schaut's aus, Digga. Jeder, der nicht seine ehrliche Meinung dazu sagt, Bruder, der kann einfach den da sich geben. Weißt du, was ich meine? Ja, normal ist so. Du weißt, weil es gibt fehlt oder so München, keine Bruder. Sichere Wir pushen Richtung, uns nicht. Weißt du? Wenn einmal die Jagdsaison eröffnet ist, dann ist sie eröffnet. Bruder, wenn gejagt wird, wird dann gejagt, weiß Bruder. Ja jeder Bescheid, weißt du, ich meine. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, richtig krasse Scheiße. Wen feierst du selber so aus München, wo du sagst, okay, ich mach zwar mit ihm keinen Sound oder keine Ahnung, es ist noch nicht dazu gekommen oder man vielleicht versteht man sich auch so privat gar nicht, aber man sagt, der Sound ist auf jeden Fall nice. So, egal wie der Mensch jetzt ist oder ob man mit dem was zu tun hat oder nicht. Ja, Mann, also ich muss erstmal dazu sagen, ich höre nicht so viel Deutschrap, ne? Ich höre nur so ein paar ausgewählte Lieder, aber so aus München, ich kann eigentlich gar kein speziell sagen, so. Weil ich finde, dass wir Münchner einfach ein gewisses eigenes Talent haben, was eigentlich von den ganzen anderen Städten oder von Deutschland nicht gesehen wird, ne? Weißt du, wie ich meine? Jeder von uns kann etwas. München versteckte Talente. Ja, Mann. Jeder von uns kann was. So. Es gibt ein paar, die ein bisschen rauskristallisieren. Wie zum Beispiel, wo ich dir vorhin gesagt habe, Alter, brutale Lines. Ne? Bin durchgedreht. Normal, ab hab dich gleich umarmt und so, weil mich das einfach geballert hat. Aber so wie beim Auftritt. Wenn ich sagen müsste, wenn ich jetzt eine Antwort geben müsste, ja, so mal. Viele Leute kennen den Typen gar nicht. Der kommt auch aus Messe. Ja. Ich rede von Amir. Amir ist ein krasser Rapper, Bruder. Und jeder, der Amir kennt, weiß, was ich meine. Weil Amir rasiert, Bruder. Egal, okay, was die dann Leute hier denken. Schon mal offiziell, weil ich kenne ihn gar nicht, Digga. Ja, Mann. Hör kannst mal du mir an. Mal später Stuff zeigen. Auf jeden Fall. Aber Mann. Hier offizielle Einladung vom Molos 109. Amir, melde dich. Aus Messe, vorbei. Bruder. Er weiß Bescheid. Artist Talk. Er war auch die ganzen, wir nehmen die ganzen Jungs von der Gosse und zeigen, dass es auch anders geht. Amir ist rasiert, Bruder.
Er wird sehen, wenn er das sieht, Mann, dann wird er wissen. Weil ich habe das nicht umsonst gesagt, Bruder. Normal. Und sonst, welche Styles, sagen wir mal jetzt nicht bezogen auf München, allgemein so, welche, es gibt ja jetzt schon verschiedene New School Styles, sagen wir es mal so. Die einen machen Autotune, die anderen machen so ein bisschen Africa, Pop, Dancehall mäßig, die nächsten machen Drillinger, weißt du, ich meine, heben den Kopf und heben das Bein und gehen halt ab, Digga. Kopf, so, kostet kein Geld so. Aber sei mal ehrlich, so welche Künstler, also welche Musik, nicht mal Künstler, sondern so welche Richtung gibst du dir selber auf MP3, wenn du sagst, ich gehe jetzt zur Arbeit oder so, was hörst du, was gibst du dir da? Also ganz klar, ich gebe mir einfach das, was ich fühle und was Musik für mich ist. Mehr nicht. Das ist ganz klar die Antwort, Bruder. Okay, dann machen wir es noch spezieller. Was ist so momentan? Also mein Lieblingslied momentan ist von Boza, Elbe, Bruder. Kann ich ganz klar mein sagen. Mein Lieblingslied momentan ist von CO20. CO20, ja, dann wisst ihr Bescheid, Alter. Das ist momentan mein Lieblingslied. Weißt du, was ich meine? Von sehr daher, geil, ich baller mir das. Sehr ich habe mir auch das ganze neue Album gegeben, auch wenn da nicht so viele neue Lieder sind. Aber zum Beispiel der Song TBC von ihm erinnert mich an LBC. Das haben wir uns früher genannt, Loinger Bonklang, so, weißt du, und deswegen. Boah, ich muss dazu ja, auch Mann. Sagen, ich hatte dich voll vergessen. Ich war ja voll damals in Streetlife, wo wir jung waren, so 17 Mann, Jahre her. Ja, jeder weiß Bescheid, Polizeikolonnen vorm Haus, Abführungen. Geschichten, Bruder. Diese ganze Scheiße halt, Bruder. Aber dann, weiß ich noch, hat der Myko, der damals auch noch ein kleiner Nachbar von mir war, so ein All-Stars-Ding gebracht. Ja, und ich hab dich gesehen mit 60er-Trikot. Ich dachte mir damals, da war ich so, frisch aus dem Bauhaus, Bruder. Wahnsinn, was macht frisch der Bruder raus, mit den 60er-Trikot? Normal, damals Alter. War ich auch noch so ein bisschen fanatischer, was Fußball angeht. Aber da habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn, krasser Flow, Digga, wer ist danke, das? Bruder. Keiner vielen kannte Dank. Dich da, damals, ja, so rap-technisch, Digga. Fand ich einer der stärksten Parts überhaupt auf diesem All-Star-Track von Myko damals. Und, ich küsse dein Herz, danke, Mann. Krass auch, wie deine Entwicklung jetzt weitergegangen ist, auch menschlich, Digga. Du hast ja auch einiges durch, warst ja JVA gehockt, dies, das. Ja, Mann, ja. Mama krank, ja. Blablabla, bla, bla, Wohnung weg, Hund weg, machst jetzt deine Ausbildung nach. Ja, zweite, so. Mann, zweite Ausbildung, Mann. Ich habe ja schon Maler gelernt, so. Und ja, was soll ich dir sagen, so, ich kämpfe halt. Was soll ich dir sagen, Bruder? Wie jeder von uns, weiß schon, jeder hat Probleme, so. Aber Kopf hoch, lachen das und Leben positiv ist ein denken, Kampf, Bruder. Podcast, Digga. Ja, Mann. Weil du es gerade sagst, das weiß keiner. Wir sind alle im Oktagon, Bruder. Wir tun jetzt den Podcast-Namen von meinem kommenden Podcast entschlüsseln. Das ist, habe ich gerade gesagt, das Leben ist ein Kampf-Podcast. Echt, oder was? 119, Bruder, wird auch demnächst kommen. Ich höre zum ersten Mal, Bruder. Was ist los? Ja, Bruder, man kann ja nicht immer alle Karten offen zeigen, weißt du? Was? Alter. Wenn der Straight Flash kommt, Alter, dann muss der Royal Flash folgen, Bruder, weißt du? Ja, Mann. Ich verstehe auf jeden Fall. Deswegen, das sind auf jeden Fall geplante Themen, auch bei mir. Und ich muss sagen, was mich noch interessiert, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, einmal Künstler international, einmal Künstler national, Traumfeatures von dir, Bruder. Willst du es wirklich wissen? Bitte aber, sag nicht Nicki Minaj. Jetzt. Nein, nein, Bruder, nein, nein. Sie sind leider tot, Mann. Ja, ist egal, Bruder. Ja, Mann, ich würde gerne mit Biggie. Weißt du, was ich meine? So. Normal. Party aber Bullshit, ich will nicht, dass Bruder. Es Standard klingt, aber ich würde echt gerne mit Biggie, weil ich finde Ready to Die ist für mich das bestgeschriebene Album, was ich je gehört habe in meinem Leben. Auch wenn es ab und zu nicht perfekt geflowt war, aber du weißt, was ich meine, oder? Bruder, er hat es halt anders gefühlt. Er hat es krass gemacht. Und wenn er gekommen ist, hat der ganze Club ist explodiert, Bruder. Sogar auf seiner Beerdigung hat er die Leute und zum dann, Tanzen gebracht. Vielleicht hört sich das ein bisschen hipstermäßig an oder so, aber Mac Miller würde ich noch nehmen. Weißt du, wie ich meine? Bruder, jetzt bin ich gerade voll schockiert. Bist du schockiert, oder? Hätte ich nicht gedacht. Hättest du nicht gedacht, aber weißt du warum? Wegen seinem Flow, Bruder, und weil er diese scheiß Musik so krass gefühlt hat, Bruder. Ich mein's ernst. Nike So My Feet zum Beispiel hat rasiert. Hättest du jetzt gedacht, Nate Dogg oder so ein scheiß Snoop Dogg, was weiß ich? Nein, Bruder. Ich höre auch andere Musik. Und national? National, hier in Deutschland? Ja. Ich weiß nicht, Bruder. Na, einfach so aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch heraus, einfach so. Motrip, Mann.
Motrip auf jeden Fall, der einer der so Motrip, so, weil ich muss sagen, in Deutschland, also ich habe eine Sache in Deutschland gemerkt, leider. Du kennst ja das, du weißt ja, Motrip hat ja auch mit Alias Sound ja, gemacht, klar. Auch Münchner. Alias ist auch Münchner. Leider ist das Album so ein bisschen gefloppt, weil es halt zu technisch kack, verschachtelt. Das war kack, nein, Mann, das war kack, ganz ehrlich, Mann, Alter. Was sollte dieser Sound zum Beispiel, dieses, ich sage einfach ja und so. Was soll der Scheiß, Bruder? Gib mir Rap, Mann. Sing nicht rum, schrei nicht rum. Oder das war halt so. Alles bei denen so ein bisschen um die Ecke gedacht, verschachtelt. Du brauchst Hintergrundwissen, dass du ja, die Lines aber, überhaupt verstehst. Aber Bruder, bla, 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 aber dann so. Können sie nicht davon ausgehen, dass sich dieses Album verkauft, weil wenn es zu kompliziert für die Leute ist, dann wird es sich auch nicht verkaufen. Weil wenn jetzt die Leute nicht checken, vor allem nicht die Jugend, dann passiert auch nichts. Weißt du, so schaut's aus, Bruder. Ist die Wahrheit, ist die Wahrheit. Nichts anderes, Mann. Wir müssen das so simpel wie möglich halten. Aber deswegen sage ich, in München gibt es so viele Talente, ja. Wir wollen es nicht simpel halten, weil wir einen gewissen Standard oder ein gewisses Gefühl an Rap haben. Jeder von uns einzelnen Musikern in München hat ein Gefühl für Musik. Außer da kommen irgendwelche anderen daher, die dann ihre 0815 Texte daher rappen und denselben Vibe machen wie alle normal, anderen ihren Vibe machen. So, weißt du, wie ich meine? Woher denkst du, kommt überhaupt diese Problematik auf dem Musikmarkt? Bruder, diese Problematik, München angeht. Diese Problematik. München. München ist ein ekliger Egoist. Nichts anderes. Wow. Nichts anderes, Bruder. München, jeder denkt sich in München, ich will der Erste sein, der rauskommt. Anstatt, dass wir uns verbinden in so einen Kreis und alle unsere Reichweiten nutzen, um unseren Sound nach Deutschland rauszubringen, tun wir so, als ob wir die krassesten wären. Bruder, versteh so mich nicht aus, falsch. Bruder. Versteh mich nicht falsch, Bruder. Aber das ist die Wahrheit, Alter. Und das langweilt mich. Deswegen erwähne ich München sehr selten in meinen Texten, weil mich das abfuckt. Jeder denkt, er ist der krasseste, obwohl er es nicht ist, Bruder. So schaut's aus, mal abgesehen davon. Beef gibt's ja momentan sonst eigentlich recht wenig in der Stadt. Gar so. Nicht, Bruder, ja. Ist gut auch so. Eigentlich die Community ist eigentlich schon in Sachen zumindest Akzeptanz, vielleicht nicht Zusammenarbeit, aber Akzeptanz denke ich schon stark. Und ja, ich akzeptiere auch eine Transe auf der Straße, weißt du, was ich meine? Normal Müllerstraße, wer ich akzeptiere alles, Bruder. Aber wo ist der Rücken, Bruder? Ja, das ist halt das Nächste. Viele denken halt auch, dass Münchner Rap nicht rauskommt, weil hier halt vielleicht keine arabischen Großfamilien Scheiß auf das, Bruder. Sind, die wir müssen uns verbinden. Geld reinschicken und so. Wir ja, müssen du uns verbinden. Du weißt aber, letztendlich zusammen sind scheitert wir stark, viel Jungs. Auch an Geld, Digga. Weil heutzutage Klicks kaufen, Streams kaufen, Bruder, Follower kaufen. Wir haben so viele Künstler in München. Wenn jeder ein Fufi hinlegt, kriegt jeder von uns Klicks, Bruder. Normalerweise schon, Bruder. Ist die Wahrheit, aber Bruder. Aber du weißt auch, hier gibt es auch genügend Leute, die haben nicht mal den Fuchs, Bruder. Ja, leider, okay. Bruder. Leider ist so. Leider. Unsere Stadt ist nicht so schickimicki, wie ihr alle denkt, ne? Jungs und Mädels. Also ich habe heute erst wieder und mit Eltern. Ich habe heute Mütter und Eltern. Ich habe heute erst mit einem Streetworker geschrieben, der tatsächlich aus Streetworker Mosach ist. Du wirst ihn bestimmt auch kennen. Axel oder was? Ja, 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 Baba-Typ, Mann. Er wird auf jeden Fall auch kommen bei Das Leben ist ein Kampf Podcast. Baba-Typ, Axel ist ein richtig Baba-Typ, Mann. Ganz ja, ehrlich, normal, Mann. Man muss so eine Arbeit schätzen, weißt. So, ich habe schon Projekte gemacht für Kinder, auch mit Rap, oder seitdem ich 15 bin, so wissen nicht viele, wissen nur ein paar einige vereinzelte Leute, die mich auch so lange kennen. So. Ja, ich wollte gerade sagen, Mann, ich weiß das auch, du hast viel Mucke gemacht früher so, mit Jungs, Mann. Und Angela Merkel hat mich eingeladen, aber ich war zu prall, bin ich hingegangen. Verstehst du? Der Lehrer wartet, ruft mich an, der 5-0-1-9, Bruder. Ich schwör dir, er ruft an, er sagt, wo bist du? Die ganze Klasse wartet auf den Bahnsteig. Ja, die Merkel wartet geil. Auf dich wegen dem Projekt, so, wo wir die Radioshow damals gemacht haben und sowas. Bin ich einfach nicht hingegangen, Digga. Ich hatte nicht genügend Geld für genügend Ort für eine Woche in Berlin. So. Du dachtest, du hast zu wenig Geld, die anderen hatten gar nichts, Bruder. Ja, so ist es, Digga. So, die waren dann froh, die kommen zurück, gell, die erzählen mir so, boah, voll cool, wir haben jeden Tag 5 Euro bekommen für Döner nachmittags, Digga. Scheiße, Bruder. Normal, oh mein Gott, Digga. Bruder, was ist los, Mann? So, aber ich war auf der 120-Jahr-Feier, damals von Christian Ude hier in München. 120 Jahre München, Bruder. Wurde ich wegen derselben Sache eingeladen. Da sind wir wenigstens anstandshalber prall hingegangen und haben den Dahlmeier den Dahlmeier-Stand ausgeplündert, Bruder. Und uns richtig voll gefressen, Digga. Also, nochmal schönen Gruß hier an Christian Ude. Krass. Ey, Ude, was geht? Na, aber war schon sehr witzig, sehr interessant, Bruder. Alter, geile Story, auf jeden Fall, Mann. Ja, Mann, da gibt's einige, Digga. Danke für den Lacher, Mann.
Ja, aber so, ich weiß es selber nicht, obwohl ich das Label gegründet habe. Deswegen frage ich dich jetzt auch hier nochmal, bis wann circa kann man rechnen mit der EP oder dem Album Jibitz, mit Bratte, Bruder. Jetzt nageln wir dich mal fest. Wann kommt neuer Sound? Also auf jeden Fall, wir haben den 13.12. geplant. Für mich persönlich ist es ein Feiertag. Haut ihr dann das erst ein paar also, Singles raus? Nein, oder also es kommt direkt alles. Es kommt dann erstmal der Song Hoodies and Jibbits. Ne? Hoodies and Jibbits. Und dann parallel dazu kommen nochmal 3 Tracks auf Spotify und bla bla, dieser ganze Scheiß. Tabak Joint und was weiß ich. Und danach, ein Monat später, wird das komplette Tape veröffentlicht. Verstehst du, Bruder? Mit noch einem Video, Bruder. Ja, normal. Ich hoffe es. Ich weiß davon noch nichts. Du weißt nichts, Bruder. Aber der Plan steht, Bruder. Und ich brauche den verdammten Spanier, Bruder. So ist es. Hier schöne Grüße ohne den. An MEOE. Wie heißt er mit Vornamen? Und der Produzent aus Spanien, David. David, Mann, ich küsse dein Herz. Feigenbaum, hast du Baba gemacht. So schaut's aus. Wo bleibt mein Master, Bruder? Auf jeden Fall freuen wir uns auf jeden Fall alle auf neuen Sound, Digga. Wir ja, sind Mann, gespannt, wo deine Entwicklung sich hingeführt hat. Vom Boom Bap zum Drillinger bis zum Singen der Marihuana Feigenbaum, Bruder. Zur Musik, Bruder. Sagen wir so. Aber bevor wir jetzt noch enden, also ich wollte jetzt eigentlich das Schlusswort einleiten. Müssen wir gar nicht. Aber du hast es ja selber gesagt, du willst einen kleinen Freestyle machen. Ja, aber bin ich safe dabei. Dass du Freestyle kannst, Bruder. Ja. Jetzt hast du die Chance, Freestyle A Cappella, Soundstar Studios München, Artist Talk, gebt euch böse. Guck mal, wie ich zu Hause wieder deine Alte hol. Auf meinem Tisch liegt eine Schachtel Marlboro. Kein Alkohol, ich trinke Apfelsaft. Der Bruder trinkt Wasser. In meiner Gegend gibt es nur Blockhustler. Verstehst du? Zasta, Pasta. Wir brauchen Fleisch und kein Scampi-Pasta, Bruder. Du Gachpa. Digga, das war's. Wir sehen uns, Bruder. Danke, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Und ich grüße wir auf jeden Fall auch alle Jungs, die mich kennen und so, ne? Ich küsse euer Herz. Passt auf euch auf. Landet mach nicht kein in Stadelheim. Auge. Ach, mach Auge so viel, wie du willst. Auge kommt zurück, Bruder. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem Gast Zani. Lasst ein Abo da, kommentiert, liked, teilt, verbreitet. München 089, gebt euch böse.